Willkommen zurück zu Zelda 60, also Zelda Part 60. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe Licht angelassen im Flur. Naja, egal. Ich möchte grob in diese Richtung hier sliden. In die... Ja. Ich glaube, ich möchte zu dem Schrein da hinten. Oder zu dem da unten. Das ist mir jetzt egal. Ich gehe erstmal zu dem da hinten. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Also geradeaus auf dem Felsen und dann links. Da war ich nämlich vorhin unten und wusste nicht mehr weiter. Und dann kann man, nachdem man den Schrein gemacht hat, da irgendwie so eine Bombe sprengen oder irgendwas machen, habe ich im Internet gesehen. Und das I want to try. Ja, das möchte ich jetzt ausprobieren. Dafür werde ich jetzt erstmal hier auf diesen Felsen klettern. Ganz einfach. So. Er versucht immer hochzurennen und wenn das nicht geht, dann klettert er. Finde ich eine gute Taktik, weil sobald er rennt, kriege ich wieder Ausdauer. Also er rennt ja nicht wirklich, ne? Er läuft. So, jetzt klettert er wieder hoch. Jetzt sollte ich da bis zum Gipfel kommen. Da, sobald ich den Schrein habe, hole ich mir entweder mehr Herzen oder mehr Ausdauer. Das weiß ich noch nicht. Besser wäre natürlich mehr Schreine. Dann könnte ich direkt mehr holen. Ah, scheiße, jetzt kommt hier ein Sturm auf oder irgendwie sowas. Trotzdem scheint der Weg irgendwie besser zu sein als der Weg vorher. Generell ist das hier ein Spiel, wo man viel läuft, meiner Meinung nach. Ich gehe nochmal eins höher. Okay, hier auf dem Krater scheint auch nichts Interessantes zu sein. So, ich hoffe, ich schaffe es hier auf die andere Seite. Wenigstens so ein bisschen. Und sind das da Leuchtsteine? Dann würde ich mir die da noch mitnehmen, ne? Da sind drei komische Bäume. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich löse das einfach durch Bomben. Ich kann da nichts nehmen. Okay. Ey, gut, dass ich das so gemacht habe. Hier ist jetzt noch ein Leuchtstein frei geworden. Dann habe ich dieses Bubble-Ding auch direkt zerstört. Also das hier, diese Gegend mag ich. Die finde ich schön. Nicht gruselig oder so. Und ja, ich weiß, dass dadurch das alles hier so ein bisschen umherspringt, aber mein Gott. So, dann könnte ich damit auch irgendwann mal wieder zu den Leuten da in der Wüste Bescheid geben, weil dann kann ich mir nochmal so ein Diadem oder sowas holen.
Okay, hier sind einfach nur Äpfel. Ich wollte eigentlich heute auch einen Apfel essen, habe ich gar nicht gemacht. Okay, werde ich mir vielleicht gleich noch reinsnacken. Gut, an den oberen Apfel habe ich jetzt keine Geduld dran zu kommen. So, hier haben wir noch einen Apfel. Und hier haben wir noch einen Apfel. Okay, ich will einfach nur hoch und den Apfel haben. Perfekt. So, dann geht's jetzt mal weiter in diese Richtung. Da irgendwo da oben sollte ja der Schrein auf mich warten. Ich sehe den zwar irgendwie gerade nicht mehr. Aber der wird hier sein. Ich weiß, der war von hier irgendwie links. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier auf dieses Steinplateau-Ding. Ja, da oben ist das. Also dieses Donner-Ding werde ich machen, natürlich. Gerade, aber weiß ich nicht, ich schieb das. Pferde. Und ich glaube, ich werde mir erstmal noch mehr Ausdauer holen. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, Ausdauer ist wichtiger. Nee, gar nicht. Was wollte ich sagen? Ich werde mir mehr Herzchen holen, weil für dieses Donnerding brauche ich mehr Herzen. Für diesen Turm hier wäre natürlich Ausdauer gut. Aber jetzt hole ich mir erstmal Herzen. Deswegen würde ich das jetzt erstmal machen. Wartet kurz. So, was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Wieder so ein Boblin-Ding. Nee, will ich jetzt nicht. Nee. Bin jetzt für den Schrein hier. Für nichts anderes. Ja, das Wetter ist hier komplett scheiße. Ja, das ist der Schrein, wo ich hin will. Dann war da unten noch ein Schrein, aber da kann ich ja noch später hin. Hier scheint das Wetter auch irgendwie schon wieder ein bisschen besser zu sein. Oh, die Blumen sind hübsch. Danke. Okay, ich wollte dich auch angreifen, also alles gut. Das ist trotzdem nicht der Schrein, den ich meine, aber den nehmen wir jetzt trotzdem. Vielleicht ist er das, ich habe keine Ahnung. Ich werde den gleich trotzdem mal in die Luft sprengen, aber nein, das ist er nicht. Das ist, wie der Typ in den Kommentaren gesagt hat, Muhujimushrein, das ist das auf keinen Fall. Muhujimushrein, ja, dann machen wir den jetzt halt. Muhujimushrein. Keine Ahnung, ich kann meine Schrift nicht lesen, ich weiß auch nicht, was ich geschrieben habe. Mal gucken, wie der Part heißen wird. So, und danach machen wir einfach nochmal diesen scheiß Donner-Dings. Ich hole mir mehr Herzen. Kann ich ja jetzt schon. Danach holen wir mir mehr Herzen und dann gehen wir zu dem Donner-Ding. So. Kraftprobe Mittel. Ist gar nicht wie ein Boomerang, das ist einfach so. So, ich hoffe, den kriege ich jetzt hin.
Komm, ich habe einen antiken Pfeil. Okay, das hat, semi-gut funktioniert. Ja, ich weiß, ich kann nicht gegen Wächter kämpfen. Tut mir leid. Ich nehme einfach die Wächter-Axt. So, die zerbricht gleich, also hau ich erstmal ab. Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Schrein machen will. Nee. Ich weiß nicht, ob dieses Ding so praktisch ist. Nee, ja nicht. Ja, ist ja okay. Okay, Bombenpfeiler. Ich kämpfe auch mehr auf das Ding. Okay, dann habe ich den Schrein jetzt geschafft. Yay! Wächterschild, yay! Wächteraxt, yay! Okay, ich könnte danach. Meine Schildtasche ist voll. Ich habe den Schild jetzt nicht mitgenommen. So, hallo, natürlich nehme ich das jetzt. So, mal gucken, was jetzt hier drin ist. Ich nehme einfach einen neuen, dann habe ich den halt noch nicht benutzt. Dann ist er nicht abgenutzt. Aber ansonsten war es unnötig. So, jetzt werde ich probieren, das wegzusprengen. Nein, da war irgendwas mit Blitzen, das war das hier auf keinen Fall. Sorry. So, eher in diese Richtung. Nein, hell, in welche Richtung? In die? Ja. Ich sag, in die Richtung ist noch irgendwo ein Schrein. Gucke ich jetzt noch mal.
Aber wartet. Ne, wir gehen da wieder hin. Ich versuche jetzt den Turm von hier aus zu erreichen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten würde ich mir im nächsten Part die noch ein Herz holen und das Donnerding nochmal versuchen, weil das lässt mir ja echt keine Ruhe. Ja, ich hatte gesagt, ich mache das in einem Livestream. Ich probiere es mal. Wenn das nicht funktioniert, werde ich es auf jeden Fall in einem Livestream machen. Okay, mit dem Büffel lege ich mich nicht an. So, Tagebuch. Wir werden Donner-Titan gleich später nochmal machen. So, da ist der Turm. Ja, mehr in diese Richtung. Versuche jetzt hier an der Küste da vorne, ohne dass die mich jetzt umbringen, bis zur Felsplatte zu laufen. Also wirklich ohne, dass sie mich umbringen. So, die Markierung ist auch mittlerweile weg. Ach, hier ist schon wieder ein Schrein in der Nähe. Okay, das ignoriere ich jetzt mal. Ja, vorhin habe ich hier den Turm irgendwo aufblitzen sehen. Jetzt wahrscheinlich ist er dahinter. So. Ich werde jetzt mal hier hinsliden. Und dann da auf den Berg gehen. Vielleicht komme ich von da aus zu diesem Turm. Bitte schaff es hier irgendwo hoch. Ja, mehr so hier in diese Richtung. Wird der Turm sein. Ja, ich weiß jetzt mittlerweile, ja, das erste Gebiet war das richtige vor 2, 3 Parts, aber ist mir jetzt egal. Jetzt habe ich dieses Gebiet halt erkundigt. Das heißt erkundet, das weiß ich eigentlich auch. So, jetzt klettere ich hier ganz hoch. So, ich weiß halt nicht so ganz, ob ich den Baum schaffe. Den Turm. Und dieses Rauschen, sorry, das ist irgendwie, das ist die Capture Card. Ich hatte auch mal zwei, ich weiß nicht, wo meine zweite ist. Also entweder ist sie bei mir im Zimmer oder die ist unten im Wohnzimmer. Ich habe keine Ahnung. So. Hier. Und doch mehr rechts. Ja, genau in die Richtung ist der Turm. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwas bringt.
Da ist der Turm, ich sehe ihn. Ich glaube, das ist Jacke wie Hose, ob ich hier lang gehe oder anders. So, dann werde ich jetzt von hier aus dahin sliden. Ich könnte da versuchen hochzuklettern und dann zum Turm zu sliden und das letzte Stück zu klettern. Ja, das versuche ich jetzt noch. Und dann ist mir das egal. So, das sieht doch hier verdächtig aus. Ist das hier die Mitte? Nee. Okay, keine Ahnung, was man da machen soll. Dann geht's jetzt erstmal weiter. Da hat das auch... Entschuldigung, da hat das auch nichts gebracht. Also bei Ocarina of Time konnte man so immer Sachen machen. Ja, ich sollte aufhören, dieses Spiel damit zu vergleichen. Links hier müsste der... Ja. Es war halt mein erstes Zelda-Spiel. So, ich kletter jetzt auf die Palme und von da slide ich jetzt auf die andere Seite. Ne. Ich slide zu der Palme und kletter da hoch. Dann bin ich ja noch höher. Ja, das Schrein wird schon nicht in der Palme sein, keine Ahnung. Ja, ich habe mir erst anders überlegt. Ich gehe hier hoch. Ja, da hätte ich da auch nicht drüber klettern müssen. Ist egal. So, den Turm würde ich gerne jetzt noch schaffen. Ja, ich laufe hier außen rum. Ich könnte zwar die Zora-Richtung anziehen. Oh, eine Mini-Palme. Aber irgendwie will ich das jetzt nicht riskieren. Kletter ich da noch eben hoch, wenn das geht. Okay, es regnet nicht. Das könnte funktionieren. Ich weiß es nicht. Es speichert gerade. Ist schon mal positiv. Nein. Oh, schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es. Okay, Mipas Gebet ist auf jeden Fall bereit. Habe ich gar nicht mitbekommen, aber sieht so aus. Komm, schaff es, schaff es, schaff es. Link, 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 Link. Ich glaube, er schafft es nicht. Oh mein Gott, zum Glück bin ich noch gesprungen. Ja, da kann man echt durchatmen. Du Scheiße, da ist ja der Drache. So, wo ist jetzt nochmal der Turm? Genau vor mir. Ich sehe ihn aber nicht.
ne? Irgendein Lagerfeuer. Ich sehe den Turm nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, der Turm ist weiter geradeaus. Hier ist er nicht. Boah, okay, das ist nur Stufe 13. Das kann ich ja sowas von töten. Okay, das ist eine höhere Stufe. Ding ist gestorben. Die sind auch gestorben. Wir speichern jetzt hier. Übrigens keine weiße Switch. Ich habe die Black Edition. Sorry, musste mal an jemanden geben. So. Jetzt versuche ich da auf den Felsen zu sliden. Von dem Felsen versuche ich dann auf den Turm zu sliden. Wenn das nicht funktioniert, keine Ahnung. Irgendwie Bananenstauden sind praktischer als Äpfelbäume. Apfelbäume. Eine Banane vergessen. Okay, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ne, machen wir nicht. Wir machen direkt weiter. Ja, jetzt ist die auch noch zerbrochen. Super. Nehmen wir jetzt diesen Speer. Ich glaube, mit Lanzen kann ich echt am besten kämpfen. So, jetzt versuchen wir hier hochzugehen. Hey, meinen ganzen Wochen-Content nehme ich an zwei Abenden auf, ist so. Und das, was ist das? Durian? Maxi Durian, ja. Ist das der Turm? Ja, das ist der Turm. So, jetzt klettern wir noch hier hoch. Und von da aus slide ich dann zum Turm rüber. Ne, erstmal da drauf speichere ich. Und dann slide ich zum Turm rüber. Und ich würde mich so freuen, wenn das funktioniert. Ich weiß nicht mehr, wie man speichert. Irgendwie funktioniert. Ich glaube ja irgendwie nicht. Ich glaube, ich komme genau unten an. Müsste auf den Gegenüber kommen. Den Felsvorsprung müsste ich kommen. Bitte, den krieg's irgendwie hin, aber ich glaube nicht dran, ehrlich gesagt. Nee, ist noch zu weit weg. Ah, es war ein letzter rettender Sprung, der nicht funktioniert hat. Kann ich auch jetzt versuchen nochmal. Ist
Ding hat mich nicht gesehen. Mein letzter Versuch. Wenn das nicht klappt, ist für heute vorbei. Das wird nichts werden. Ich brauche mehr Ausdauer. Oder hole ich mir für diesen Turm jetzt doch mehr Ausdauer? Okay, auf jeden Fall schon besser als der Versuch gerade, aber nee. Ich kann jetzt gleich noch einen rettenden Xer machen. Zwar jetzt. Ja, ich versuche jetzt hier hochzugehen. Das ist wirklich der letzte Versuch. Ich kann gerade nicht aufhören irgendwie. Wollte er mich verarschen? Versucht er mich gerade hier anzugreifen? Dumm, ne? Boah, bin ich eigentlich dumm? Ja, ich bin dumm. Warum nehme ich keine Maxi-Rübe? Mach ich beim nächsten Mal. Nächstes Mal nehme ich eine Maxi-Rübe und mach das. Bis dann, ciao.